Repulsa, Whiskey, Tango, Foxtrot. Oh, und fetter Raketenwerfer. Ach, das ist das Bienending. Oh, ich erinnere mich an den, glaube ich. Hey! Denkt da keiner an die Bienen! Hast du den Film mal gesehen, dass die Bienen ziehen? Möchte es noch jemand versuchen? Was? Willst du mich erfahren oder was? Du nimmst meine Krankheit nicht, du Arschloch. Noch mehr von euch? Ja. Revolver gegen Auto. Nice. Die Bienen! Okay. Wenn Bienen, ja, bin ich sind, ja gar nicht mehr so. Bienen sind aber auch gemein, ne? Wenn man so voll zerstochen wird. Ja. Aber ich mag's, und ich mein, mit dem Mund spazieren geht und auf einmal verfolgt dich so ein Insekt, ne? Was denn auf Stalker, ey? Das sind ja so schrecklich. Das hasse ich, ja. Ein paar neue Sachen ausprobieren, glaube ich. Hallo KDK, ist bei euch alles klar? Achso, den Hive kann ich noch gar nicht benutzen. Ja gut, dann halt nicht, dann weg mich. Die Kammer gehört uns! Die Kammer gehört euch, habt ihr euren Namen aufgeschrieben oder was? Das ist voll nicht. Hätte ich mir sagen müssen. Total Energie geladen! Alter Wimpf! Wir können aber nichts mehr aufhalten. Uiuiui, das ist okay, das ist interessant. Die Waffe ist scheiße auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, die zweite. Die müssen wir... Ich nehme wieder meine... Wo hab ich die denn? War das die? Reflexikus? Ich glaube, ne? Was? Nee, nice. Das war die nicht. Wo ist meine schöne Eiswaffe? Ach hier, Engulfing Pfizer, da ist er. Zeit, dass du dort auf Eis legst. Sowieso. Gut, alles klar. Aber die Pistole würde ich gerne mal ausprobieren. Ja, jetzt das ist einfach so eine Strahlenpistole. Das ist so ein Superheld, ne? Dein Umhang. Ja, ich finde das ganz cool. Das Outfit ist irgendwie nice. Echt schneller mit dem Schild, das ist cool. Ah ja, der ist er, ja. Oh. Also willst du fahren? Ja. Ja, alles gut. Ah, okay, du warst schon im Spawn, du warst schon ein paar hundert. Ja, das ist irgendwie schon cool. Wie fährt er sich? Wie das andere Kackauto oder? Bisschen schwerfällig, aber ja. Die Fahrstellung ist nicht so kacke, dass es keinen großen Unterschied macht, ehrlich gesagt. Alles nicht so, das nicht das Wahre. Selbst mit dem Retourismo hat es jetzt nicht so viel zu tun. Vielleicht soll die EA mal Gearbox einstellen, um neues Twisted zu machen. Ja. Sagen wir so. So viel schlechter wird's, glaube ich, nicht. Ja, ist ja gut. Richtig. Du bist auserwählt! Geh deinem Ruhm in Carnivora entgegen! Na, immer doch. Okay. Hey, das Auto war goldrichtig! Ich muss jetzt aber wieder Rolands Grab bewachen. Geh und rette Tennis! Wieso? Angst, dass Roland abhaut, oder was? Zombie Roland, Alter. Kammerjäger, die Übertragung von Carnivora im Econet hat begonnen. Die Opferung geht gleich los. Lass dich nicht aufhalten. Rette Tennis! Was für Opfer? So, erstmal ein bisschen was verkaufen. Auf jeden. Aber den fand ich nicht so doll. Man kann nie genug Gesundheit und Schilde haben. Greif heute noch zu. Jetzt Scheiße. Die weiß ich gerade nicht genau. Du willst kein Geld mehr für Respawns ausgeben? Ich hab die Lösung. Keine Fragen. Oh, ich hab ein gutes Ding freigeschaltet. Für dich. Was denn? Theoretisch.
Das müsste ich dir eins kaufen. Wenn Moos geheilt wird, erhält sie stattdessen Schilde. Wenn sie Gesundheit regeneriert, erhält sie außerdem Schildregeneration. Ist das eine Klassenmod oder ein Artefakt? Das ist ein Objekt, Klassenmod. Legendär, Schützen. Da wird meine aber besser sein. Echt? Nee, brauchst nicht, alles gut. Ja, ja. Ich hab, warte, ich kann dir das gleich mal sagen. Ich werde immer verkaufen hier, weil ich so viel Scheiße hier damit habe. Das ist besser? Groß. Ja, tatsächlich. Achso, genau. Du kannst dir ja nochmal das Artefakt hier angucken. Vielleicht ist der was für dich. Normalerweise handle ich mit Organen. Aber das geht auch. Genau, also mein. Genau, also ich hab halt, meins ist halt, bei einem kritischen Treffer gibt es eine Chance von 25%, dass eine Mikrogranate erscheint, die nach kurzer Zeit explodiert. Und da ich dazu eben noch die Fähigkeit habe, dass meine Granaten kritischen Schaden auslösen können, ist das deckt sich halt, weißt du? Deswegen ist die für mich besser. Ah, okay. Aber danke trotzdem. Ja, ich habe aber auch was, ich habe regeneriert 32 Gesundheit pro Sekunde. Okay, oh Gott. Ganz offensichtlich Stress. Oh, oh. Oha, hier geht's ja los. Hey! Kein Krieg ohne mich einzuladen. Zählt jemand mit? Bruiser, Bruiser. Oh, wir haben das Gold, das ist ein Job. Wir haben den Nebenquest, oh, bei mir nicht. Hast du das? Was denn? Lufttornado? Ich glaube nicht, oder? Oder macht meine Waffe das? Weiß ich nicht. Alter, wie argen jetzt hier. Der Elemente. Das war nicht so sicher. Ich bin nur hochgestolpert, weil der, hä, was ist jetzt los? Das ist, ja. Wie bitte? Was das, bitte? Das ist immer auf Deutsch. Entschuldigen Sie? Also mit Tollwut verstehen wir sie nicht so. Ah, Was? Ich spreche keinen Hund. Was gibst du da von dir? Echt? Meine Brustmuskulatur, das ist Sansi Karl. Sie moderiert die heißeste Banditen-Gameshow von Pandora. Oh, du musst gewinnen, damit sie sich unsterblich in mich verliebt. Tu es. So funktioniert das nicht. Oh Mann, ist sie gruselig, oder was? Oh, ich liebe sie so sehr. Ich bin so verliebt. Ich will Babys mit ihr machen. Ich habe einen Plan, wie ich sie beeindrucke. Ich hacke mich in ihre Gameshow und ändere ein paar Dinge in bester Vaughn-Manier. Viel Information. Ich übersetze es, denn ich spreche banditisch. Und du nicht. Also später, du Hurensohn, okay. Okay, die Regeln sind ziemlich kompliziert. Wähle einfach vor dem anderen Typen die richtige Antwort. Sonst wirst du gegrillt. Kapiert? Ist nicht wichtig. Los okay, geht's. Cool. Audible. Komm schon! Spielen wir ein verschissenes Quiz! Das ist geil. Möchtest du euch drücken? Wir gucken mal. Okay, ich hacke mich jetzt in die Systeme der Show. Sie sagt, ihr sollt euch bereit machen. Oh, sie ist unglaublich. Hau auf den Buzzer! Ja? B für Brustmuskulatur, würde ich sagen. Wir brauchen eine Frage erstmal. Also, wir sollen nur irgendwas drücken? Okay. Ja. Okay, welcher Bandit schmeißt die besten Killerpartys? Vaughn, der austrainierte? Oder McDump OP? Ich denke, wir kennen die Antwort darauf. Hey, B, eindeutig. Der gelackte Lutscher. Der gelackte Lutscher. Es ist B. Ich nehme B. Ja, das habe ich aber schon vorher gedrückt, du Saftsack. Ganz gut. Ah, er hat's doch gehackt. In Ordnung, die werden es merken, wenn ich alles ändere. Ja, okay. Also, natürlich, ja. Diese hier lautet, wer ist der hübscheste pandoranische Obermacker aller Zeiten? Du nicht. Ist es Handsome Jack, ja, oder Tri-Calypso? Ja, wenn ja, Handsome. Ja. Handsome. Ja, safe, muss ja. Ey, wenn das jetzt falsch ist, ne? Das weiß ich. Es ist Billy. Das glaube ich irgendwie nicht. Hey. Also Moment, der hat gesagt, er kann nicht alle hacken. Ja, okay. Nein, er hat überhaupt keine guten Seiten. Und jetzt, wer... Oh, ich kenne die Antwort. Wer
hat die heißesten, definiertesten Bauchmuskeln der Galaxis? Komm schon, das weißt du, hä? Bin ich es? Ist es der Typ hier? Tut es genau jetzt? Okay. Na okay, los, diesmal ist er wieder die richtige Antwort. Verdammt! Schon gut, das holen wir wieder. Ja. Sie liebt dich nicht. Sie ist auch so. Die mächtigste Sirene, unsere Retterin. Ja, okay, Tarine. In der Hinsicht ein Sinnbild der Perfektion. Oh Mann. Okay, du weißt, was sie hören wollen. Diese Tyrene Calypso. Blutfede! Okay, bringen wir den Sieg nach Hause. Ja, verloren, oder nicht? Ich kann nicht verlieren. Welchen überqualifizierten Banditenzingel mit einem hinreißenden Cape und Bauchmuskeln aus Stahl sollte Sansi unbedingt daten? Was? Oh, das ist eine gute Frage. Jawohl. Wer ist dieser Spinner? Weiß irgendwer, der Trottel ist? Was zur Hölle soll das bitte werden? Sie kann ihre Augen nicht von mir lassen. Nebenbei gesagt, habe ich die Show komplett manipuliert, damit du gewinnst. Egal, wie blöd du dich anstellst. Glückwunsch. Danke. Dreckige Betrüger! Ich hasse Betrüger! Willst du Stress, du kleiner Wichser? Was? Ich hab gedacht. Oh. Ey! So nicht. Der Nächste. Genau. Böse Zuschauer. Oh, sie fragt nach mir. Okay. Sag ihr, was für ein hammergeiler Kerl ich bin und dass ich... Los, schreib dir das auf. Dass ich der blutrünstigste Todeskönig auf dem Planeten bin und stark. Und dass ich einen mächtigen Arsch hab. Vaughn ist der blutrünstigste Todeskönig auf dem Planeten. Und hammergeil oder so ähnlich. Oh Mann, sie ruft mich, ich muss los. Einen besseren Kumpel kann man sich als Todeskönig nicht wünschen. Hey, Sansi, was geht, Kleine? Oh Gott. Ich chille nur ein wenig auf meinem Knochenthron. Das ist ein Thron aus Knochen. Und bei dir so? Aha. Willst du meinen Arsch sehen? Wow. Ein Scheiß, ey. Dann viel Spaß zu deiner neuen Beziehung oder wie auch immer. Ja. Wenn man das so ne. Wieso hab ich auf einmal. Achso, genau. Das wird heute. Ja, ich war gar nicht so weit. Ach du Scheiße. Achso, ja, gut. Ist ein Bullimon-Wilderer vom Southern Shelf. Können wir mal die Eier lecken? Hier hat sich für seinen Auftritt im Agonizer 9000 die pneumatische Stahlfallen ausgesucht. Na los geht's. Jetzt kann jemand für den Marsch lecken, tatsächlich. Einen Moment! Plasch! Guter Lauf, Ezekiel! Man sieht dich in der großen Kammer. Anhänger, schickt uns euer Iridium. Hat mich jetzt umgebracht. Wir brauchen einen Kampfsoldat. Ich hab Karten, was war das? Oh Gott, die ist ja komplett geplatzt, die Alte. Oh, aua. Was? Ach komm, das kann doch nicht sein. Ich bin in den Abgrund gestürzt, weil mich irgendeine scheiß Granate getötet hat, nachdem die schon tot war. Ah, Scheiße. Nochmal, nur dieses Mal ohne zu sterben. Ja, das klingt nach einem guten Plan, Moos. Da sehe ich mich tatsächlich. Wie viel kostet das? $34,000. Scheiß die Wand an. So eine Scheiße. Ich meine, gut, das haben wir schnell wieder drin, aber es nervt mich trotzdem. Ja, mich auch, wenn immer. Sind die Postelschwestern dran? Die was bitte? Also habe ich zu Terror gesagt. Es ist unsere Pflicht, ihnen diesen Traum zu erfüllen. Und genau das werden wir tun. Lass die Spider-Ans frei! Spider-Ans können mich mal am Arsch lecken, tatsächlich.
da. Kein Exoskelett, langsame Fahrtbewegung zum Anbeißen, oder? Total. Ich stimme zu. Oder so. Oh, eine Pustelschwester ist schon gefallen und... Ah, jetzt die zweite. Der Magma-Atem hat ihr den Rest gegeben. Terror, in solchen Momenten denke ich, dass wir den coolsten Job der Welt haben. Leute, ihr habt noch Zeit, Iridium zu spenden. Die große du bist Kammer ruft euch. Nice, ja, du müsstest auch hören, oder? Nee, noch nicht. Aber ich bin ja anderthalb Level vor dir. Weg vom kriegsgeschundenen Großstadtplaneten. Ja, ich bitte begrüßt jetzt Hunger Dave! Ja. Oh, upsie. Verstehe er. Ja, er reibt wow. sich das Bäuchlein oh. und zeigt auf seinen Mund. Das jetzt bin ich Level up. Ah, nee, ich war gar nicht. Ich war sogar fast zwei Level vor. Magentreue ist das, Dave. Warum? Weiß nicht. Da gibt es so viele Waffen, die ich nicht bekomme. Alter, die, wo ich noch warten muss. Ja. Was ist das hier für eine Zwergenshow, Alter? Au, aua. Robert Hilfe? Ich glaube ja. Nee, geh auch so. Aber danke. Bald gehen diesen Wahnsinnigen die eigenen Leute zum Töten aus. Leute, erstmal kurz einmal skillen. Solltest du vielleicht auch tun? Hab ich schon. Perfekt. Hab mir Avatar geholt, aber Action kann während seiner Abwehr aktiviert werden. Oh, das ist geil. Komisch, wir scheinen technische Schwierigkeiten zu haben. Deine Mutter hat technische Schwierigkeiten, du Fetz im Schädel. Was ist da unten los? Ja, wer diese Verzögerung ist nicht mein Verdienst, so leid es mir tut. Tut mir leid, Leute. Nur ein paar technische Problemchen. Vielleicht hat sich wieder jemand an der Antenne erhängt. Aber dann sind wir zurück. Und nur wenige Junge. Ist das stumpf, ey. Vielleicht hat sich wieder jemand an der Antenne. Vor allem wieder. Als nächstes jagen wir den gesamten Gilliband-Clan durch ein feines Gitternetz. Haut auf den Killknopf, Leute. Wieder so. Habt ihr ja, schon wieder, ja. Das ist so geil, Mann. Die Bahn kommt leider zu spät, hat sich schon wieder mit einer Antenne erhängt. Wir Spätzugang, Leute. Das war eine Ausrede. Jeder kennt sie. Wird nicht fallen. Okay. Ein Kammerdee. Alle Spieler werden benötigt, damit die Show weitergeht. Ja, okay. Auch du Elend. Na, wer will jetzt Stress? Aber hey, so schnell wirst du nicht zur Berühmtheit. Willst du das? Terror! Brechen wir die Zelte ab! 20.000 Tons of High Octane Hate. Ach, Carnivora ist der Bossgegner. Ach, scheiße, ist das ein dickes Ding. Carnivora ist ein riesiger Panzer. Tennis ja, das sehe ich. Du musst sie verfolgen. Verfolgen, Russ. Ja, ich bin dabei, aber das ist gar nicht so einfach. Das Ding ist ganz schön schnell. 25.000 Tonnen Panzer. Oh. Leck mich. Also, wenn du... Achso, du hast ein Auto, perfekt. Außer möchtest du laufen? Nicht unbedingt. Hast du auf Schützenplatz vielleicht? Ja. Ich hab mich verklickt. Ey, was hast du kickst mein Auto um, Alter. Mutter, was hast du denn für Oberbeine? Oberschenkel. Ja. Kleiner, aber Uhu. Dennis, willkommen. Schön, du miese Drecksau. Countdown. Ich kann dich noch mal erkennen, die Verzögerung handeln. Ich werde mich bessern, doch ich schmeiß mit Fässern. Hallöchen. Meine Damen und Herren und alles, was sonst noch zeucht und fleucht. Wir sind den Showdown eures Lebens. Hier rechts ist einer, links von uns ist schlimm. Auf der anderen Seite, die schrecklichste Maschine, die je von Menschenhand gebaut wurde. Carnivora! Oh, leck mich. Wie schnell! Wenn du nicht mithalten kannst, bleibst du im Staub zurück. Arschloch. Terror,
Das ist nicht gut. Ich glaube, ich habe die Schwachstellen dieses Monstrums identifiziert. Es ist trotz seiner Masse sehr schnell. Um es auszubremsen, musst du die Treibstoffzufuhr zerstören. Jetzt haben wir ja, da kann ich nie mitfahren. Fahr schon mal voran. Ich versuche mir auch einen hier vorne zu snacken oder so. Hier vorne ist einer. Vorne fährt doch so ein Arschloch. Ja, ja, ich sehe ihn. Bleib stehen bleiben! Vollidiot! Was ist denn mit ihm? Nee, genau, nicht, kann man nicht mehr GTA? Nee, ne? Oh, das ist ein Batman-Symbol. Also nicht Batman, aber... Komm her, du Spacken. Was? Dreh mich doch um. Danke. Ich hab deinen. Oder? Ach, danke schön. Hier, dann hier ist meiner ist weg, oder? Leute, ist meiner weggespawnt. Ey, das ist ja bescheuert. Ach, fuck. Da unten ist aber ein richtiges Teil. Ah ja. Ey, bitte. Ey! Was? Komm her, du Spacken! Hör auf, du Drecksau! Das hab ich mir jetzt irgendwie cooler vorgestellt. Ja, ungefähr so. Das ist nämlich cool. Zeigt ihnen, was Schmerzen sind, Leute! Ja, ja, Leben ist Schmerz, ich weiß. Hat Paul schon gesagt. Und alle Menschen lügen. So sehr, dass es weh tut. Was, warum? Ah, weil hinter... Och, Leute, wenn ich so... Ja, das ein Energiepunkt. Wow, Alter. Warum muss er bitte eine Farmmission... Warum macht Borderlands Farmmission? Ja, das ist eine... Das ist eine gute Frage. Tatsächlich. Sniper ausrüsten. Auf ein Bier gesoffen. Nicht getroffen. Oh Gott, das Ding. Oh, das Ding wird uns. Oh, das Ding wird uns platt rollen. Ah, da ist er weg. So, jetzt ist der andere noch da. Auf der anderen Seite und dann haben wir den Saftsack. Das war eine dumme Idee. Jetzt gerade zermatscht worden. Jetzt hast du es geschafft. Ich wollte so. Ja. Egal. Kann ich ihn? Ah, ich habe ihn getroffen, aber der ist noch heil. 64.000 für den Tennis. Du. Nur wegen dir, alles ist deine Schuld. Weg. Oh, ich hab einen Autowagen. Warte mal, ich muss mal gucken, wie ich den krieg. Der hupt mich auch noch an, der Wichser! Jetzt geht's aber los. Raus mit dieser fette Buch. Ja, ja. Raus, hab ich gesagt. Ja, also... Darüber fahre ich jetzt erstmal. Oh, ich brenne. Oh, 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 oh. Kannst du aussteigen, wir können doch mal nehmen. Achso. Okay, oder wir ja, mit deinem nö, nö, alles gut. Ein Raketenwerfer, das hört sogar ein bisschen besser. Ausgezeichnet, deine Abfahrt. Oh. Jetzt hallo! Wo sind der? Ach, der ist hinter uns übrigens, der Panzer. Achso, wo ist der denn? Deswegen sag ich's. Oh, drüber gefahren über den Wichser. Ich hab den letzten Tank schon leicht getroffen mit der Sniper, aber der ist noch intakt, halbwegs. Ja, okay. Das ist die rechte Seite, genau. Da ist er. Ich hab ihn aber auch schon ein bisschen getroffen. Bist du mal? Ja. Nice, was ihn. Typisches Kammerdiebverhalten. Wenn du nicht gewinnen kannst, zieh sie mit runter. Ja! Oh, oh. Kannst du ihn ausschalten? Okay. Wen denn? Da war eben einer, achso. Kurz war eben ein Flammenwerfer. Ja, da können wir mal die Eier lecken. Ja, die Autos sind übertrieben. Ich meine, irgendwie. Farmmission ja, ein können die Entwickler einfach nicht. Ja, das ist korrekt. Coole Quests, Stories können sie. Farmmission. Ne. Da kann die Bohr dann zum Stillstand. Ja, indem wir die Supporter Crew jetzt können müssen. Ja. Als Supporter Crew, also die Typen, die hinter uns sind. Die Hurensöhne. Ja, dann fahren wir in die Richtung. Ach, die. Wer ist grad. Genau falsch, wir müssen hinter die. Also hinter uns. Hä? Hinter uns, wir müssen. Also. Genau, dahin müssen. Da ist ein Wechsel von denen. Entschuldigung. Sie gehören zur Supporter Crew, haben wir gehört, wir haben ein paar Fragen. Oh, hab ich den gut getroffen, heilige Scheiße. Einäscherung oder Einäscherung? Nein, die hat keine anderen Optionen tatsächlich. Hä?
Oh ja. Der See ist voll, tut mir leid, Seebestattung. Die totale Vernichtung. Okay. Totale Vernichtung. Noch einer, okay. Ja, mal gucken. Schätze schon. Ah, und dann können sie, die können keine Fahrmission und können nicht vernünftig kommunizieren, was jetzt die unter der Supporter-Crew verstehen. Überhaupt irgendwas? Das kann Gearbox, was könnt ihr eigentlich? Was habt ihr eigentlich so im letzten Update dreht? Ach du Scheiße. Egal. Ich weiß, was ich tue. Mir ist eigentlich gelogen. Oh, ich hab die Rakete voll ins Mull reingeschossen, da wo es reingehört. Und trifft! Oh, da hinten, ist der Wichser, da. Hopschko. Oh Leute, ich hab ihn getroffen! Oh mein Gott. Zoll du Rex auch. Ah, so. Und das. Achso, jetzt können wir das Gezielte zerstören. Also vorher wäre es nicht gegangen oder wie? Ah ja. Also, ja, richtig. Hashtag muss man wissen. Oder so, keine Ahnung. Das ist eine dumme Mission. War ja, das ist ein bisschen albern. Was genau ist das Getriebe? Unter uns, da was rot leuchtet. Genau geradeaus. Seht ihr? Ach, das Ding da hinten. Okay. Weißt du, warum das ganz witzig ist? Warum? Weißt du, was Getriebe auf Englisch heißt? Was? Gearbox. Bringt das in Ordnung? Gott, wir haben Gearbox kaputt gemacht. Yay! Wir haben Gearbox kaputt gemacht. Also Ballen 4 doch nicht. Ah, schade, haben wir das versucht. Oh Gott, wie Murray sich kaputt hat. Den Haupttank. Den Haupttank. Warum eigentlich? Wäre es jetzt besser, das Ding zu kapern? Leute, wir machen kurz Pause. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich kann nicht so verdammten Schrotthaufen zum Laufen. Sofort, ihr Idioten! Spitze, Kammerjäger. Geh jetzt an Bord und rette Tennis. Kann ich nicht lieber Football retten? Den Hedge, dankeschön. Das war sehr freundlich von dir. Okay. Kannivora ist eingeweiht und...